Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hier ist wieder euer Gitar-Tim 1000 und heute mache ich mal ein kleines Tutorial. Ich nenne es einfach jetzt mal Tutorial, wenn es noch was anderes ist, ist mir vollkommen egal. Und zwar zeige euch heute mal, wie ich genau meine Videos rendere, wenn ich sie dann fertig produziert habe. Also damit die in der Qualität rauskommen, so wie ihr sie immer und jederzeit sehen könnt. Zumindest bei den neuesten Generation meiner Videos. Dazu habe ich hier einen schnicken Ordner angelegt. Hier werden erstens alle meine Videos sortiert nach Minecraft, MW3 Single, also Singleplayer, normales MW3 und hier Limbo. Und das sind alles die ungerenderten Teile, alles 3,98 GB Teile, die ihr hier sehen könnt, ja, die meisten zumindest. Hier habe ich meine Intros drin. Hier habe ich meine Cinema 4D Dateien drin, schon geuploadet, alles was schon fertig hochgeladen ist, wo übrigens das auch noch mit rein kann. Pam. Und hier sind alle Videos, die ich noch nicht fertig hochgeladen habe und fertig sind, also die ich fertig gerendert habe. Dann habe ich hier meine Bilder drin, die ich in die Videos einbauen kann, das zeige ich euch gleich aber auch noch. Also gut, ich nehme mal als Beispiel meine Minecraft Videos, das sind auch meine erfolgreichsten Videos. Nehmen wir mal hier Blackland, weil ich weiß, habe keine Ahnung, warum es Blackland heißt, einfach so aus Just for Fun. Und habe mir einfach mal hier ganz gediegen dieses Video oder diesen Videoteil. Ich suche die mir mal so lange raus, achtet auf diese Zahl hier, bis ich irgendwann hier 15 Minuten stehen habe. 15 Minuten 17, so nah wie möglich rankomme und dann schnappe ich mir einfach alles und ziehe es hier rein. So, aber wir nehmen jetzt einfach mal einen kurzen Teil, damit wir auch schön was zum Demonstrieren haben. So, wir haben hier diesen Teil. Und wie ihr seht, ist das sehr dunkel. Und vor allem, es ist nicht 16:9. Denn mein Bildschirm hier ist nicht 16:9, der ist 16:10, glaube ich. Wir können ja mal gucken. Auf jeden Fall, um es zu 16:9 zu bekommen, machen wir hier rechte Maustaste drauf, auf dem Video, auf diesen Ausschnitt. Oder man kann auch hier einfach A drücken, dann sind alle Teile markiert. Machen rechte Maustaste drauf, Objekteigenschaften, klicken hier auf Seitenverhältnis auf 16:9. Jetzt achtet hier auf den Balken. Es verändert sich. So. Warum ich jetzt hier so klein lasse den Bildschirm, weil wenn ich so mache, ist irgendwie was Oh, es geht. Ja, okay, lassen wir es mal so. Gut. Als nächstes machen wir den nächsten Schritt. Ich ziehe das mal ein bisschen kleiner, damit wir hier ein bisschen Platz zum Gucken haben. So. Dann mache ich die ganzen Videos erstmal ein bisschen größer, ein bisschen heller. Also gehen wir hier auf Effekte, Videoeffekte, Helligkeit. Und hier habe ich jedes Mal den gleichen Wert. Achtung, hier ist ein bisschen doof. Ich muss bei jedem Video das gleiche machen. Also ich kann nicht hier das Rück-A machen und alles grundsätzlich einstellen. Ich muss das für jedes Videoabschnitt muss das einzeln machen. Meine Werte sind 51, 53, 64. Also bei Gamma 64. Dann haben wir, Moment, diesen, das hier so ein bisschen heller. Moment, ja. Genau. Und das sind auch meine Werte hierfür. Als nächstes gehe ich auf Bewegungseffekte. Nee, gar nicht, das ist falsch. So. Dann habe ich hier grundsätzlich schon mal das Video eigentlich fertig. Jetzt kann ich hier den Ton einstellen. Lautstärke. Hört mal. Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hier ist wieder. Und heute sind wir wieder in einer komplett völlig neuen Aufnahme. Nicht wie die letzten 8 oder so. So. Denn das war mein Video. Dafür so. Und jetzt habt ihr in den letzten Teilen gesehen, von Part 43, von Part 44 bis Part 47, nein gar nicht, 45, Entschuldigung, dass ich so Bilder hochkommen gelassen habe. Dazu gehen wir auf Import. Also ich ziehe normalerweise von der Seite rein, aber ich mache es jetzt mal hier rüber. Gehen dann hier auf hier und dann haben wir hier die ganzen Bilder. Wir machen hier mal, Moment, geht das? Ich weiß nicht, ob das geht, ich habe es noch nie gemacht. Große Symbole, da haben wir sie. Da habe ich erstmal mein neuestes Playlist-Dingen, das habe ich neu gemacht. Hier das etwas ältere davon und hier ist das neueste. Hier habe ich Download, das werdet ihr in der, oder habt ihr in Part 35, 45 gesehen. Ich bin nicht ganz sicher mit den Zahlen. Alles selbst gemalt übrigens, also
Ihr könnt nicht sagen, es ist euer Ding, das ist, habe ich gemacht. Selbst hier mit GIMP hier unten, wo ist es? Ja, auf jeden Fall habe ich es mit GIMP gemalt. Ich ja, wo ist GIMP? Ja, GIMP. So, und hier natürlich auch noch i-game.yokuri. Das ist das ältere, das werde ich auch später noch neuer machen für die zukünftigen Parts. So, gehen wir erstmal hier auf Playlist. Das Playlist kommt ja standardmäßig am Ende. So, 40 Sekunden, mal, guck mal. Ja, so müsste es auftauchen. Also nehme ich das hier, abonnieren. Ich habe es brutal genannt, weil es ein bisschen brutaler aussieht. So, und nehme das und ziehen das hier rein. Das macht die nach bis zum Ende. Und so, wenn man jetzt hier guckt, ist das hier mittendrin. Aber das wollen wir ja nicht. Ihr habt ja mal in Videos gesehen, dass es so von oben so hinabfährt, stehen bleibt und dann bis zum Ende so bleibt. Das ist ganz einfach. Wir gehen jetzt hier auf Effekte, Position und Größe und schieben das nach oben, bis es weg ist. Ja, so. Und machen hier bei links auf 0, damit es auch wirklich mittig ist. So. Jetzt machen wir hier einen Chroma Key, klicken einfach hier auf das Zeichen drauf, pam. Jetzt lassen wir das Video so lange durchlaufen, bis wir sagen, da ab da soll es komplett in der Einstellung sein. Das wäre dann ungefähr hier. Also soll ja schnell sein. Also klicke ich hier. Moment, dann mache ich dafür das hier mal weg. Zoome dafür ein bisschen ran. Und klicke hier hin. So, wenn das Video hier aufgetaucht ist, soll es in der Einstellung sein. Also ziehe ich es runter, bis es richtig fest ist. Mache hier nochmal auf 0. Hier ist vielleicht noch ein bisschen besser, nein. So. Hier wieder 0, pam. So. Und mache hier wieder einen Chroma Key. Pam. Jetzt, wenn man jetzt guckt, dann passiert das hier. Es fährt runter, bleibt so und ja. Dann kann ich später nämlich dann kann ich später in YouTube, kann ich dann hier die einzelnen Verlinkungen reinpapschen. So. Jetzt können wir aber noch mittendrin machen, das mit den zum Beispiel eben-game.yoko.de. Also gehen wir wieder auf Import. Klicken hier, wo das Video auftauchen soll. Hier. Ziehen das wieder an der richtigen Stelle. Wir sagen mal, es soll hier auftauchen, auch wenn es da nicht auftauchen soll. Ziehen auf die richtige Länge, wo wir es haben wollen. Na, komm schon. Ah, es lädt noch. So, zoomen noch ein bisschen ran, damit wir besser hier und detailreicher und genauer arbeiten können. Setzen von Anfang an wieder auf die richtige Größe. Avira, geh weg. So soll es nicht sein, so soll es im Endeffekt sein. Bisschen tiefer noch, pam, jetzt ist es komplett weg. Klicken hier wieder auf 0. Und machen einen Chroma Key. Wir machen hier einen Keyframe. Entschuldigung, ich habe falsch gesagt. Einen Keyframe. Hier ist er. Dann gehen wir hier hin und hier soll es ausgefahren sein. Pam, hier wieder auf 0. 0. Und Keyframe. Jetzt können wir mal überprüfen. So lange aus dem Ausfahren. Meiner Meinung nach, ich mach mal hier den Ton weg. So. Meiner Meinung nach ist das viel zu langsam, wieder von unten nach oben fahren braucht. Also nehmen wir hier den Punkt und ziehen ihn einfach ein bisschen näher hier ran. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt dauert das so lange nur noch. Das ist so, ist gut. Das können wir uns auch am Ende machen, weil jetzt ist er ja dauerhaft oben. Jetzt machen wir hier nochmal ein Keyframe hin. Pam. Dass er ab von hier bis hier oben bleiben soll. Und erst ab dieser Stelle soll er runterfahren. Weil nämlich diesen Keyframe nicht hätten, dann wird er nämlich allmählich von da bis nach da langsam runterfahren. Aber hier soll er konstant oben bleiben. Und jetzt gehen wir wieder zum Ende hier. Pam. So. Und wenn er dann am Ende angekommen ist, ach komm her. Egal, dann soll er hier runtergefahren sein. Hier wieder auf 0. 0. Und Keyframe. Ja, mach mal ein bisschen. Mal gucken, ob es geklappt hat.
Hier packt geklappt. Wenn man jetzt das durchlaufen lässt, sieht das so aus. Fährt hoch. Gibt's Instant, also im Video gibt es Werbung. Pam, 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 ist oben, ist oben, ist oben und fährt runter. Wupp, ist weg. Wenn man dann auch irgendwie das im Text aufsagt, muss man gucken, wo man das hinschiebt. Man kann es jetzt so die ganze Zeit verschieben. Glaube ich, warte mal, ich guck mal. Fährt hoch. Und fährt runter. Gut. Was man nicht machen kann, ist die Länge des Videos verändern, denn dann werden die Keyframes hier gelöscht. Oder die, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall nicht die Länge verändern. Am besten von Anfang an eingestellt haben, so wie es sein soll. Gut. Das kann man natürlich auch von der Seite reinfahren lassen und. Je nachdem, was ihr für Werbung oder Buttons habt. So, als nächstes zeige ich euch, wie ich mein Logo reinbekommen habe. Das habe ich nämlich mit einem Greenscreen gemacht. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da klicke ich mal hier drauf. Das haben wir hier. Moment, lädt noch. Ich glaube, das war der hier. Nein, war es auch nicht. Ihre Ringe, war das das? Auch nicht. Anscheinend habe ich diesen Punkt. Ach ja, das heißt hier, dass die verwendet wurden schon. Kann man, glaube ich, jetzt hier, keine Ahnung, was mitmachen. Moment, ich gucke mal kurz. So. Egal, ich zeige euch noch, wie man ein Greenscreen macht. Dafür können wir nämlich dieses Video hinnehmen. Das ist ein kurzes Intro von mir. Schau ich mal hier rein. Das sieht ungefähr so aus. Pass auf. Pam, 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 fährt weg. Wird erschlagen von der Patronenkugel. Ruckelt jetzt ein bisschen, weil ich ja jetzt zwei Renderprogramme laufen habe. Einmal hier Magix und hier zum Aufnehmen. Was übrigens Camtasia Studio ist. So, und jetzt wollen wir machen, dass die grüne Fläche weg ist. Das ist ganz einfach. Ihr geht auf Videoeffekte, geht auf Videoeffekte und klickt hier auf Chroma Key und hier auf Grün. Nein, 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 Entschuldigung. Egal, das dürfte eigentlich gar nichts zur Sache tun. Ja, hier hat eh kein Grün drin. Man klickt vorher das Video an und dann klickt man auf Grün. Pam. Jetzt ist nämlich dieser Teil hier weg. Aber jetzt seht ihr ja, weil ja die grüne Wand auf dem Boden abstrahlt, ein bisschen reflektiert, ein bisschen grünes Licht reflektiert, ist auch der Boden durchsichtig. Das können wir hier mit dem Schwellwert nochmal erweitern oder auch weniger machen. So. Und hier mal überblenden noch ein bisschen, um das zu regulieren. Ach, komm her. So. So machen das hier der grüne Rand außen noch. Nicht das, ja. So ist gut eigentlich, das geht noch. Ich habe hier auch in dem Video an sich noch nicht so perfekt gearbeitet. Wenn man es jetzt durchlaufen lässt, dann ist der grüne Rand weg. Ja, der grüne Bild ist hier weg und dann sieht man dahinter das Video. Das könnt ihr für, keine Ahnung, ein Intro verwenden oder keine Ahnung, was euch da so alles einfällt. Ja. Das war soweit alles, was ich zu rendern habe. Gleich zeige ich euch noch die Einstellungen. Das wäre dann hier das ganze Video. Hier kommt jeder Teil, hier das hier. Und das hier. Und dann, wenn ich das ganze Video jetzt rendern möchte, mit Stimme natürlich, die habe ich jetzt nur für das Video jetzt hier weggemacht, damit ihr mich nicht nervt. Und dann habe ich noch etwas, was ich... Farbkorrektur brauche ich gar nicht, also brauche ich für meine Videos jetzt nicht. Audioeffekte habe ich noch nie gemacht, da werde ich später noch mit experimentieren. Ich werde euch dann noch Bescheid sagen, vielleicht in dem nächsten Vlog. So, dann, um den ganzen Müll zu rendern, den wir hier fabriziert haben, gehen wir auf Datei, exportieren, also Film exportieren, Video als MPEG. So, und hier kommen noch ein paar Einstellungen, die normalerweise gespeichert werden. Hier haben wir auf Erweitert. Nochmal erweitert. Hier habe ich 16:9, hier habe ich 8000 stehen. Also feiner ist das Bild an sich. Und hier habe ich auf High gestellt alles. High und variable Bitrate. So, das habe ich alles, was ich eingestellt habe, und übernehmen. Okay, okay. So,
Hier habe ich 30 Frames, 16 zu 9 logischerweise, YouTube-Qualität. Hier braucht ihr einfach nur den Namen eingeben, zum Beispiel, keine Ahnung, Minecraft Test Müll. Dann klickt ihr hier auf Speichern, Speichern, also doppelt speichern mit hier, dass der Dateipfad ausgewählt wird. Wenn ihr dann nochmal speichern sollt, weil ich das nicht mache, dann wird alles durchgerendert und ja, dann ist das Video fertig. Ja, das ist zu dem, was meine Render-Einstellungen sind. Und ja, jetzt werde ich persönlich noch gucken, ob ich es schaffe, endlich mal mit, kann ich hier nicht speichern, so, weg damit. Ob ich das schaffe, dass das Video, das ich gerade aufgenommen habe, noch für euch schön transparent wird. So, dann kommentiert. Und schreibt rein, ob es euch gefallen hat, ob es euch weiter geholfen hat bei euren Gameplays, Let's Plays. PS, ich werde mir im Übrigen demnächst ein neues Mikrofon kaufen. Und zwar, Moment, hier bei thomann.de. Gehen wir auf Deutsch mal, da werde ich mir versuchen, dieses Mikrofon zu holen, und zwar das hier. Und ja, dann sage ich jetzt mal bye bye und ciao.